Hey yo Leute, Crimex hier, was geht euch, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Ich hoffe natürlich immer, euch geht's allen gut, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze wie immer feiert. Und ich habe mir heute mal wieder was Besonderes überlegt, Leute. Und zwar dachte ich mir, ich schnapp mir hier mal meinen wunderschönen Lambo, Leute. Und wir gehen heute einfach mal Amir in seiner neuen Werkstatt, beziehungsweise in seinem neuen Autohaus besuchen, meine Freunde. Weil letztes Mal habt ihr vielleicht mitbekommen, haben wir ja mal mit ihm Autos getunt bei ihm gemeinsam. Und oh ey, pass mal auf, wo du hinfährst, Junge. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und deswegen dachte ich mir, ich werde ihn einfach mal in seinem Auto besuchen. Vielleicht können wir irgendwie wieder mit ihm ein paar Autos tunen, ein paar Autos verkaufen, dies, das, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wir fahren da jetzt direkt mal hin. Und nicht vergessen, Leute, checkt jetzt auf jeden Fall noch meine Adventskalender aus. Nur solange der Vorrat reicht, garantierte Lieferung in 1 bis 3 Werktagen mit einem kompletten Spielzeug, einer handsignierten Autogrammkarte und einem QR-Code auf der Rückseite mit einem extra Video nur für die Leute, die den Adventskalender haben. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, Leute, let's go, ab zu Amirs Autohaus. Oh, Leute, schaut euch das mal an, sein Autohaus. Richtig schön hier mitten in der Stadt gelegen, da ist auch schon sein Porsche da stehen. Das können sie doch nicht machen, das ist nicht legal. Alter, der schreit ja voll. Ja, natürlich können wir das machen, Mensch. Was spricht dagegen? Die haben es doch keine los. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, das hier zu finanzieren, ne? Natürlich, wir haben einen Vertrag ready gemacht für 2 Jahre. Anja, Alter, schrei doch mal nicht so. Was ist denn los, Entschuldigen Sie bitte, es geht mein Vermieter schmeißt mich einfach hier raus. Wie, der schmeißt dich raus? Aus deinem Autohaus, oder was? Ja. Alter, was? Abmarsch. Warte, Sie werden von meinem Anwalt hören. Warten Sie ab. Alter, Anja, ey, was ist denn los? Ich wollte hier mit dir ein paar Autos tunen und so. Was passiert denn hier? Keine Ahnung, irgendwie Lambo-Händler sind neu in die Stadt gekommen. Sie haben wohl so viel Geld geboten, dass die einfach jetzt... Digga, das darf man nicht machen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich habe im Voraus schon alles bezahlt. Wie, also jetzt, Lamborghini hat jetzt dein Autohaus quasi abgeworben oder abgekauft oder ja, so. Ja, Mann, jetzt habe ich kein Auto. Ey, warte mal, bleib mal kurz hier. Ich versuche mal mit deinem Vermieter zu sprechen. Ja, red mir, ich habe keine Lust mehr, Alter, ich hau ab. Alter, der arme Amir, Mann. Oh mein Gott, hier sind voll die krassen Lambos schon drin, so Rainbow-Lambo und sowas. Und Galaxy-Lambo steht sogar auch da hinten. Entschuldigung, der Herr? Ja, was ist denn los jetzt hier? Sie sind hier also der Eigentümer von dem Autohaus. Ja, jetzt nicht mehr. Ach, Sie haben das komplette Autohaus verkauft jetzt auch? Ich hab alles verkauft, ne? Deswegen, ich bin durch. Ah, und da kann man jetzt nichts mehr ändern. Also das ist schon verkauft an Lamborghini? Ist ein Lamborghini verkauft worden, ne? Wir haben jetzt hier eine andere Lieferung und also ich bin hier raus, ne? Ich trinke jetzt meinen Wein und fertig. Ah, okay, na gut, dann viel Spaß. Noch eine Frage, darf ich Sie fragen, was hat Ihnen Lamborghini denn dafür gezahlt? Haha, weil Sie wissen, das waren ganze 20 Millionen! Alter, Lamborghini hat 20 Millionen dafür gezahlt. Ich bin raus hier! Leute, ich meine, ich kann den Eigentümer ja irgendwie verstehen, wenn jemand so viel Geld zahlt, dann verkauft man das halt an den, der am meisten Geld zahlt. Da will ich dem gar keine Vorwürfe machen. Aber der arme Amir, Alter, das tut mir jetzt richtig leid, Mann. Oh Mann, ey, wo ist er denn jetzt hin? Amir? Oh Mann, ey, der ist schon abgehauen. Der ist bestimmt richtig traurig. Alter, ach, ey, Leute, wisst ihr was? Wir können ja vielleicht Amir helfen, ein anderes Autohaus zu finden. Ich kenne ja noch so ein anderes hier da vorne in der Stadt. Wir können ja mal fragen, ob wir irgendwie vielleicht das an Amir vermieten können oder so. Also, ob wir das irgendwie für Amir vielleicht abkaufen können oder so. Ich weiß ja, wie gern der Autos tunt, ey. Das kann ich doch nicht hier so auf mir sitzen lassen, dass mein bester Freund hier einfach seinen Job quasi verliert. Ja, Leute, und zwar hier dieser Luxury Cars, der Laden, der ist ja noch... da habe ich ja mein Auto auch hier tunen lassen. Mein Lambo habe ich hier tunen lassen. Das ist ja irgendwie so ein Luxusautohändler. Und ja, vielleicht wird der ja hier seinen Laden abgeben und vermieten und so, Leute. Wir gehen da mal kurz rein hier. Luxury Cars. Ja, guten Tag. Hallo. Leute, das ist ein neuer Besitzer. Guten Tag, super. Hallo, sind Sie der erste Kunde bei uns? Nein, ich wollte eigentlich hier den... Ich sehe schon, Sie haben auch einen Lamborghini. Ja, wir sind hier der neue Lamborghini-Store. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen das neue. Was, das ist hier wieder ein Lamborghini-Händler? Warten Sie mal. Eine Frage, wo ist denn der Vorbesitzer hin? Bei dem habe ich mein Lambo tunen lassen. Ja, der ist weg, ne? Also, der wurde... keine Ahnung, wo das war überhaupt. Ich arbeite ja hier. Achso, Lamborghini hat das hier auch aufgekauft hier, oder was? Auf jeden Fall, ja. Wollen Sie anschauen? Hier, gucken Sie mal. Also, wir haben hier ein Exemplar des Allerfeinsten. Ja, ja, nee, danke, alles gut. Ich habe ja schon Lambo, ja? Danke schön. Ich gehe mal wieder, ja? Ja, brauchen Sie ein Tuning oder was brauchen Sie? Nee, alles gut, ich bin versorgt, danke schön. Alles klar, tschüss. Hey, Leute, was ist das denn? Das ist der zweite Laden jetzt hier, wo Lamborghini aufgekauft hat. Die drehen ja richtig. Ich meine, ich bin ja Lamborghini-Fan, es ist ja alles schön und gut und so, aber ich glaube, die kaufen hier gerade wirklich gefühlt jeden Autohändler auf. Ey, das kann doch gar nicht sein. Wir brauchen ein anderes Autohaus für unseren besten Freund Amir, Leute. Lass mal überlegen. Warte mal, es gibt doch noch ein anderes Autohaus hier.
Wisst ihr was? Vielleicht, ich hab eine Idee. Ihr kennt doch auch alle Stani. Er hat doch sein Auto aus Stani Performance. Wir fahren mal bei Stani Performance vorbei. Der hat ja einen richtig großen neuen Laden. Da werden wir jetzt mal hinfahren. Vielleicht kann ich ja mal mit ihm sprechen, ob Amir da vielleicht eine Ecke bekommt in dem Laden und da vielleicht fürs Erste auch seine Autos verkaufen kann. Weil Leute, ich sage euch ehrlich, Amir tut mir so leid, dass er jetzt seinen Job verloren hat. Vielleicht lässt ihn Stani ja in der Ecke von seinem Laden so ein paar Autos ausstellen und tunen, Leute. Für den Übergang wäre das ja okay, so könnt ihr zumindest mal noch Autos tunen und verkaufen. So, hier, wir parken hier direkt mal schön, Leute, da oben ist das Stani-Performance-Schild auch dran, so. Hallo, so, hier Tag. Können wir den Urus hinstellen. Ja, schönen guten Tag. Willkommen bei Lamborghini Autohaus, aber leider haben wir noch geschlossen, wir sind noch mitten im Aufbau. Lamborghini Autohaus? Hier ist doch Stani-Performance. Nee, der Mann ist leider raus. Ja, den haben wir rausgekauft. Hä? Gestern war Stani noch hier. Ja, der wird später auch erfahren, dass er raus ist. Was? Habt ihr auch dem Mieter mehr Geld gezahlt einfach, oder was? Nee, und das Ding ist, eigentlich ist ja immer, ne, man hat eigentlich geschützt durch Trigger, aber der Staat Lausanne verdient so gut an uns, dass dir das egal ist. Alter. Haben wir einfach weggekauft hier. Ja, kommen Sie gerne in 2 Tagen wieder. Ja, wir waren Umbauarbeiten und so, ein bisschen hässlich, das ist schon. Okay, tschüss. Leute, hallo, bist du hier der Security oder was? Ich bin der Security, ja, Sie müssen raus hier. Okay, alles gut, ich gehe ja schon. Ey, Leute, was geht denn hier ab, Mann, in der Stadt? Was geht denn hier ab, Leute? Selbst Stani Performance, der das größte und, ich würde sagen, bestlaufendste Autohaus hat hier, selbst der wurde jetzt von Lamborghini, also, würde ich mal sagen, überboten. Hat seinen Mietvertrag verloren. Ey, Leute, ihr kennt mich. Ihr wisst, ich liebe Lamborghini über alles. Aber das geht so nicht. Meine ganzen Freunde verlieren ihre Jobs hier. Ich muss da irgendwas dagegen machen. Ich sage euch ehrlich, ich muss irgendwie Lamborghini stoppen, damit die sich hier wieder ein bisschen zurückziehen. Ich meine, so 1, 2 Lamborghini-Händler hier in der Stadt sind ja gut. Aber doch nicht in jedem Autohaus. Dass meine ganzen YouTube-Freunde alle keine Autos mehr tunen können. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe da eine Idee. Und zwar, wir machen das auf Touren-Style. So wie Touren mir auch manchmal schon mit meiner iCramic Security-Werkstatt geholfen hat. Wie bringt man die Geschäfte wieder zum Laufen? Und zwar muss man seine Gegner sabotieren, Leute. Und zwar, ich habe eine Idee. Ich werde einfach alle Lamborghinis klauen hier in der ganzen Stadt. Dann kann Lamborghini kein Geld mehr verdienen. Und dann werden die Läden wieder schließen, wenn die da kein Geld verdienen. Haha, das ist doch einfach der beste Plan, Leute. Und wir werden anfangen bei dem Autohaus von Amir, Leute. Ja, da werden wir anfangen. Da werden wir zuerst dafür sorgen, dass der Laden geschlossen wird. Let's go. Okay, Freunde, da vorne ist der ehemalige Laden von Amir, beziehungsweise jetzt dieser neue Lamborghini-Händler. Wir müssen das jetzt hier richtig schlau angehen. Wir müssen jetzt hier erstmal observieren. Lass mal gucken, ob es hier irgendwie so Kameras oder sowas, irgendwelche Sicherheitssachen gibt. Seht ihr da irgendwas? Okay, ich sehe hier 2 Leute drin laufen. Einer kommt auch vor die... Oh nein, Leute. Oh mein Gott, wisst ihr... Das ist ein Security. Okay, der Lamborghini-Händler hat auch ein Security. Ich sehe da drin auch noch den Galaxy-Lambo. Und der Security, der patrouilliert hier immer rum. Wisst ihr was, Freunde? Ich wollte gerade fragen, wo ist mein Lambo? Wisst ihr was, Leute? Ich werde mich jetzt erstmal als Kunde ausgeben. Werde da mal reingehen und gucken, ob es da irgendwelche Schwachstellen gibt. Wir werden uns da erstmal ein bisschen umhören. Weil ich kann es mir nicht erlauben, jetzt erwischt zu werden von der Polizei. Weil wir müssen ja auch noch Stani Performance auch noch retten, Leute. So, okay, wir gehen da jetzt mal rein. Ich werde mich einfach so als Lamborghini-Kunde ausgeben. Ich meine, bin ich ja auch jetzt hier. So, guten Tag, hallo. Ja, schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich bin ja Kunde von Ihrer Automarke, wie Sie auch da draußen sehen können. Ja, ich sehe das, ne? Haben Sie guten Geschmack. Genau. Ich wollte mir mal nur den neuen Laden hier anschauen. Was haben Sie denn hier noch für Modelle am Start, ne? Also, naja, ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe hier schon viel verkauft. Wir haben nur noch den Galaxy Lambo übrig. Nur noch den Galaxy Lambo? Ja, ja. Das Ding ist, es gibt jetzt in Los Angeles kein Auto mehr, was nicht nur Lamborghini ist. Und dadurch sind halt die, ne, können die Leute noch Lamborghinis kaufen. Alle brauchen Autos. Alter, das läuft ja echt gut bei euch hier. Ja. Oh shit, Leute, die haben schon fast alle Autos verkauft, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich denen jetzt aber auch ich so einen Schaden zufügen kann. Ja? Das Ding ist das Wertvollste, was wir da haben. Ne? Also das kostet schon seine 4 Millionen. Oh. Ne? Mit dem Geld hätten sie auch alle anderen Lambos kaufen können. Aber wenn sie da Interesse haben, ne? 4 Millionen, ja, das ist, ja, also das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Auto, dieser Galaxy Lambo. Darf ich mir den mal hier von Namen einmal angucken? So. Ja, aber nicht anfassen, ne? Ich fahr alles gut, ich fass den Wagen ja gar nicht an. Abstand halten. Ja, ist ja gut, okay.
Hier, Leute, lasst einmal hier oben an die Decken und sowas schauen. Ich sehe hier keine Kamera. Ich glaube, die Alarmanlage ist hier noch nicht wirklich installiert. Aber, oh, und da hinten ist die Tuning-Garage. Aber ein Security. Okay, danke. Ich werde mich bei Interesse melden, ja? Tschüss. Ja, okay, tschüss. Okay, Freunde. Ich habe eine Idee, wie wir da reinkommen können. Der konnte das eh nicht schleichen. Das ist eine Schmalspur. Ah, Schmalspur nennt der mich. Okay, jetzt habe ich noch mehr Bock, die auszurauben hier. Aber Leute, das ist ein gutes Zeichen. Habt ihr das gehört? Der Wagen ist so teuer. 4 Millionen kostet der. Der ist so teuer. Damit können wir denen so einen finanziellen Schaden zufügen, damit die vielleicht das Autohaus hier schließen müssen und danach wieder an Amir verkaufen. So, ich packe jetzt hier mal mein Lambo um die Ecke. So, wir gehen jetzt hier mal hin, Leute. Wir gucken mal. Ich werde mir auf jeden Fall gleich erstmal eine Maske aufziehen müssen. Und das Gute ist, Freunde, dadurch, dass ich den Laden natürlich schon ein bisschen kenne von Amir, weiß ich, man kann sehr gut hier an der Werkstattseite hier einbrechen. Ja, hier geht auch schon das Tor auf, Leute. Sehr gut. Okay, so, okay, hier können wir gut einbrechen. Wisst ihr was, Leute? Falls ich jetzt gesehen werde, ich ziehe mir mal noch schnell eine Maske auf. Okay, Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt bereit dafür. Normalerweise mag ich sowas Illegales ja nicht, aber für meine Freunde muss ich das machen. Okay, okay, wir gehen da jetzt rein. Wir gehen da rein. Alles gut. So, wir gehen hier über die Büroseite rein. Hier rechnen die nicht, dass ich hier reinkomme. Okay, okay, jetzt gehen wir hier hoch. Erstmal umgucken, Leute, ob hier noch irgendwie Wachen oder Securities oder so sind. Okay, oh mein Gott, da hinten läuft die Security. Der läuft jetzt in den Werkstattbereich rein. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um den auszuschalten. Ihn hier zu überwältigen. Oh, da vorne läuft er. So, okay, wir werden ihn eins überknüppeln. Wir werden ihn jetzt eins überknüppeln. Oh. Okay, er geht in den Fahrstuhl rein. Geschlafen! So. Zack, zack. Okay, sehr gut, den haben wir ausgeschalten. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Okay, wir müssen jetzt hier schnell den Lambo klären, ohne hier einen Alarm auszulösen oder sowas. Okay, okay, da drüben ist der Verkäufer. Der muss uns helfen, den Tresor zu öffnen, für den Schlüssel zu kriegen. Okay, wisst ihr was, wir werden ihn jetzt einfach hier bedrohen. So, Hände hoch! Hände hoch, Junge! Das ist egal, wer ich bin. Das ist ein Überfall, Junge! Hier gibt's nichts zu holen. Wir haben kein Geld, wir haben kein Bargeld. Ja, das, ich will auch kein Bargeld. Ich will den Galaxy Lambo. Hä? Dieses Wahnsinns, der ist einzigartig. Sie werden damit auf jeden Fall geschnappt. Machen Sie sich darum mal keine Gedanken. Los, mitkommen. Mitkommen. Ich weiß, wie so ein Autohaus aufgebaut ist. Du gehst jetzt in dein Büro rein, an den Tresorschrank und dann gibst du mir den Schlüssel dafür, ja? Ja, und Sie kennen sich hier aus, ja? Wer weiß. Das ist doch in allen Autohäusern so. So, los, an den Tresorschrank. Los. Ja. So. So, du willst hier wohl den großen Verarscher spielen. Ich weiß, dass da hinten der Tresorschrank ist. Hier. Verdammt, Mann. Will der mich hier, Leute, der glaubt, er kann mich hier verarschen, indem er mir einen USB-Stick oder so in die Hand drückt. Ja, so. Hier ist der Schlüssel vom Lamborghini. So. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ja. Verziehen Sie sich. Okay, schlafen. Okay, sehr gut, Leute. Wir mussten den einmal kurz ausnocken. Nicht, dass ihr gleich jetzt den Alarm auslöst. Wir müssen da jetzt natürlich noch erstmal entspannt abhauen. Und jetzt haben wir den 4 Millionen Dollar Lamborghini Aventador Galaxy Version geklaut. Oh mein Gott, Leute. Ich hoffe, danach müssen die hier schließen. Wisst ihr was, Leute? Ich nehme jetzt hier mal direkt mein Handy raus und werde mal Amir anrufen. So, hier Nummer wählen. Amir, hallo? Ja, hallo. Ey, Amir, wo bist denn du? Ja. Ist doch egal. Nein, sag mal, wo du bist. Ich habe gute Nachrichten für dich. Ja, ich liege gerade ein bisschen am Strand rum. Am Strand, okay. Beim Pier? Ja. Beim Pier oder was? Ja, genau. Okay, alles gut. Ich komme da gleich vorbei. Bis gleich. Oh, Leute, habt ihr es gehört? Der hört sich ja richtig traurig angehört. Aber gleich werden wir ihm eine Freude machen. Let's go. Hey, Leute, wir sind jetzt hier am Strand. Wo ist der denn hier? Amir, hallo, wo bist du? Amir, hallo. Hä, ist der hier unter dieser Brücke oder wo chillt der hier? Amir, hallo. Der liegt ja hier. Der liegt ja hier im Dreck. Amir, Alter, was machst du denn hier? Nix. Amir? Ja. Ja, hallo, guck doch mal. Hi, Max. Cooles neues Auto. Amir, das Auto, das gehört nicht mir. Amir ist ja voll traurig. Amir, der Wagen ist für dich. Jetzt komm mal her, ey. Jetzt hör mal auf, hier Trübsal zu blasen. Hier, Kopf aus dem Sand raus. So. Max, ich küsse dein Herz und so. Ein schönes Auto, aber Autos sind jetzt nicht besonders für mich. Ich würde lieber an einem Auto arbeiten und ja, so. Ach, egal. Und was fragst du dazu, wenn ich dir sage, dass du bald wieder in einem Auto arbeiten kannst? Wie denn? Ja. Also ich für dich einmal tun, ja. Nein, Amir, hör mir jetzt mal zu. Das ist der One of One Galaxy Lamborghini Aventador. Ich habe den gerade geklaut. Oh, ja. Ich habe den gerade geklaut. Ja. Und weißt du, was das bedeutet? Nee, keine Ahnung. Ruf mal deinen ehemaligen Vermieter an.
Und frag mal, ob da zufälligerweise ein neuer Mieter gesucht wird für deine Werkstatt, weil Lamborghini vielleicht das Geld ausgegangen ist jetzt. Oh. Hallo, ja, Vermieter. Ja. Was? Wie? Meinst du das ernst? Ja, ernst? Oh, Max, irgendwer hat ein... Warte mal, irgendwer hat ein Lamborghini. Ja. Oh. Max, du bist der beste Freund, den man sich wünschen kann. Normaler, danke schön, yippie. Und weißt du was, als kleinen Startbonus für den finanziellen Schaden, dass du jetzt ein paar Tage nicht arbeiten konntest, nimm direkt hier den Lambo mit. Oh, du hast lebenslangen Tuning bei mir umsonst. Ehre, Ehre. Oh, er kann sich noch einmal bei der Straße absetzen. Ich muss noch, ich hab heute noch ein bisschen was vor. Hab noch was zu erledigen. Ja, okay. Also gut, wenn du ein Alibi brauchst, dann warst du den ganzen Tag bei mir. Okay, super. Das hört sich doch gut an. Oh, Leute, nice. Amirs Tuning-Werkstatt haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gerettet. Ey, du kannst mich hier auf dem Parkplatz absetzen. Ich komme hier klar. Dankeschön. Tschüss. Danke dir, Max, Bro. Oh, so. Alter, Leute, das hat ja schon mal gut funktioniert. Einen Lamborghini-Händler haben wir uns vorgenommen. Aber, Freunde, es gibt noch zwei weitere, um die wir uns kümmern müssen. Und zwar einmal hier bei meinem Tuning-Händler und dann vor allem noch Stani Performance müssen wir auch noch retten, Leute. Let's go. So, Leute, wir werden das jetzt genauso wieder hier so machen bei dem Autohändler hier in der Stadt. Oh, Leute, wo war der denn? So, ach, hier um die Ecke war der. Okay. So, wir werden das einfach wieder genau so machen, richtig schön die teuersten Lambos und so weiter klauen, dass die richtig daran kaputt gehen. So, warte mal, wir gehen... Oh, da, oh mein Gott, die haben jetzt sogar Militär hier als Security engagiert. So, wir gehen da jetzt mal rein, aber man kennt mich ja hier als Kunde. Entschuldigung! Ja? Kurze Waffenkontrolle, letzte Zeit sind viele Diebstähle gemeldet. Ja, alles gut, so. Okay, keine Waffe dabei, sie dürfen durch. Ja, ja, ich bin ja auch Kunde hier, ne? Okay, wir gehen jetzt mal rein hier. So. Ja, ich verstehe das. Oh, ja, das die Versicherung erhöhen, ja. Ich habe mitbekommen von den Galaxy Club. Okay, wenn uns jemand ein Fahrzeug klaut, kein Problem, wir sind geschützt. Ja, ich verstehe. Ich habe erhöht, ich habe auch ein Security-Personal vor die Tür hingestellt, ja. Überwachungskameras wurden auch installiert inzwischen, ja, ja. Kameras sind da, ja. Polizeialarmbereitschaft ist bei uns ganz oben, ja. Okay. Ich kümmere mich drum, ja. Es wird nichts geklaut, ich versichere Ihnen das. Tschüss. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gehört? Erstmal ist jetzt ein viel höheres Sicherheitssystem hier eingebaut. Und jetzt haben die eine Versicherung für Diebstahl. Da kriegen die 100% ersetzt, Leute. Okay, so können wir die nicht mehr arm machen, sage ich mal, dass die hier den Laden schließen müssen. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Guten Tag, der Herr. Hallo. Ich war ja vorhin schon mal kurz hier. Ne? Ich Sie ihn jetzt angucken, das war schön. Genau, ich habe jetzt doch Interesse an dem Wagen. Ja, gucken Sie mal, was das für ein Baby ist. Also, wenn wir hier aufmachen, wow, gucken Sie einmal rein. Wunderschön, wunderschön ist das. Gucken Sie rein. Alter, soll ich ihn einmal für Sie anschalten? Das brauchen Sie nicht. Alles gut, alles gut, danke. Aber der hat eine Beleuchtung, das ist vom Allerfeinsten. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich würde das mal selbst testen, ja? Ich gucke mich mal selbst hier um. Ja, okay, ich mache aber die Tür. Sie dürfen da nicht rein. Entschuldigung. Sie haben doch gesagt, ich kann die Beleuchtung anmachen. Woo, ja, aber Baby. Sie müssen jetzt raus. Die sind gesichert zurzeit, müssen Sie verstehen. Okay. Viele Diebstähle bei uns und okay. So. Okay, alles gut, ich verstehe das. Genau. Ich verstehe das. Der ist eher eingesperrt, aber trotzdem. Oh Leute, ich habe eine richtig gute Idee, wie wir den wie wir hier richtigen finanziellen Schaden machen können. Aber der lässt mich hier keine Sekunde aus dem Auge. Ich will hier eine Haftbombe dran machen, Leute. Ich mache hier eine riesen Kommen Explosion. Sie ruhig rein hier. Ich wollte mir da hinten nochmal das Fahrzeug anschauen. Oh nein, Leute, der lässt mich ja gar nicht aus den Augen, ey. Oh, wie soll ich das machen? Dring. Oh, Leute, der wird gerade angerufen. Oh, yeah. Oh, das ist meine Chance, Leute. Sehr gut, ich mache jetzt hier Haftbomben überall dran. Ja, so. So, hier eine Haftbombe. Hier eine Haftbombe. So, dann machen wir hier hinten noch was dran. Oh, der checkt ja gerade gar nichts, der Idiot. Okay, um ganz normal sicher zu gehen, müssen wir auch an den LED-Wagen was dran machen. So, mein Telefon ist jetzt hier. Kommen Sie mit ins Büro. Ja, ich komme mit ins Büro. Genau, wir können uns unterhalten. Ist das hier etwa eine Scheibe, die kaputt ist hier? Was reden Sie, da ist hier nichts kaputt. Was? Ja, was ist denn los? Irgendwas ist hier komisch. Der Herr, kauft dir was bei Ihnen? Wir müssen leider jetzt zumachen. Ja, gehen Sie bitte raus. Okay, alles gut. Raus. Tschüss. Oh, Leute, okay, wir haben die Haftbomben dran gemacht. Das ist sehr gut, Leute. Okay, wir gehen jetzt auf die andere Seite. Okay, wenn das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann explodiert da gleich alles drin. 3, 2, 1 und... Boom! Oh mein Gott! Polizei! Der ruft die Polizei. Okay, wir hauen hier mal besser ab, bevor der hier auf eine dumme Idee kommt. Und weg hier. Tschüss. Oh mein Gott, nice, Leute.
den zweiten Lamborghini-Händler, den wir jetzt hier ausgeschaltet haben. Herzlich willkommen bei Los Santos Einmeldungen. Super Cars Auto, neuestem Lamborghini-Haus, wird leider geschlossen wegen einem Bombenangriff, ja? Also, nice. Nach einem Monat sollte dieses Auto lauten wieder drinnen sein. Oh mein Gott, sehr gut. Der Lamborghini-Händler wird geschlossen, hat man jetzt in den Nachrichten gehört. Wie gesagt, Leute, ich liebe Lamborghini, aber es ist nicht gut, wenn die hier alles übernehmen. Dann können meine YouTube-Freunde ja nichts mehr verdienen. Und jetzt, meine Freunde, müssen wir uns auf jeden Fall noch um Stani Performance kümmern. Ja, Stani ist mein ältester Freund, Leute, den ich schon so lange kenne. Das kann ich nicht zulassen, dass der hier seinen Job verliert, nur weil Lamborghini hier auch wieder das übernimmt. Wir fahren da jetzt einfach mal direkt hier hin, Freunde. Und jetzt hier muss ich mir mal was ganz Besonderes überlegen, weil ich glaube, die werden jetzt hier richtig mit Security drauf achten, ja. Die werden jetzt wahrscheinlich hier übelst aufpassen. Okay, Leute, wir schauen jetzt hier mal kurz bei Stani Performance rein oder beziehungsweise jetzt hier beim neuen Lamborghini-Händler. Alter, ich sehe hier einen Huracan STO mit, oh mein Gott, LED-Version in Gold, der hier mitten einfach so drin steht. Ich sehe hier auch gar keinen Händler. Da hinten ist sogar noch ein goldener Urus. Oh mein Gott, okay. Und hier ist ein Security, ein Militär, der hier rumläuft. Okay, Leute, das wird ja jetzt richtig einfach werden. Ich werde hier einfach durch diesen Werkstatteingang hier reingehen. So, Leute, zack. Das kennen wir ja noch hier von Stani Performance. Genau, gehen wir einfach hier rein. So. Die wissen nicht, dass ich mich hier immer auskenne, Leute. Okay, jetzt gehen wir hier so rein. Jetzt gucken wir einmal. Ist hier jemand drin? Nein, alles gut. Wir nehmen trotzdem mal sicherheitshalber die Waffe raus. Okay, alles gut hier, Leute. Hä? Oh nein, Leute, ich habe 5 Sterne bekommen. Oh nein, 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 das war eine Falle. Das war, glaube ich, eine Falle oder so. Oh nein, 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 wir müssen aber trotzdem noch ein Lambo klauen. Oh, wie viele sind denn hier? Was ist denn hier los? Oh, da kommen sie, da kommen die, da kommen die, kommen von hinten. So, weg mit dir. Oh mein Gott, die kommen hier mit Polizei-Porsche reingefahren. Oh, nein, 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 Leute, das war eine Falle, wir stecken hier drin fest. Oh, ich muss unbedingt an der Ende ein Lambo, aber trotzdem klauen, Leute, damit hier ein richtig krass finanzieller Schaden für dich entsteht. So, komm, 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 wir müssen hier diesen LED-Lambo klauen. Und, oh, wow! Komm, 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 Alter, oh mein Gott, wir haben 5 Sterne. Weg, 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 hier, los, 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 wow. Oh mein Gott, wie viel Polizei ist denn hier? LSPD, bleiben Sie sofort stehen. Nein, 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 nein. Okay, wir müssen irgendwie entkommen, Leute, wir müssen irgendwie entkommen. Wir kommen in Lamborghini. Sie haben keine Chance bekommen, Sie sind wahrscheinlich an anderen Sachen beteiligt. Oh mein Gott, okay, 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 das ist gar nicht gut, Freunde, das ist gar, wow, 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 das ist ja gar nicht gut hier. Komm, 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 go, oh nein, 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 da vorne ist auch nochmal, Alter, warum explodiert hier alles? So, komm, wir müssen hier durch, wir müssen hier durch, wir müssen hier durch. So, komm, 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 okay. Okay, Leute, habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee, wie wir am besten abhauen können? Ich meine, unser Auto ist extrem schnell. Aber das sind 5 Sterne, Alter, die drehen ja hier völlig durch. So, okay, okay, okay. Weiter Raketenabschuss, Militär, weiter einen Raketenabschuss, bitte. Oh, nein, 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 nein. Wobei, Leute, wisst ihr was? Ich muss einfach nur den Lambo zerstören. Wenn ich dabei gefasst werde, ist egal. Dann haben wir trotzdem so einen Schaden für die erzeugt, dass Stani wieder sein Auto aus zurückbekommt. Oh, also wenn ich merke, dass das hier nicht klappt, dann lande ich vielleicht im Knast, Leute. Aber dann habe ich trotzdem meinen Freunden geholfen. Wow, 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 wow. Hä? Nein, der Wagen hat eine Panzerung, seht ihr das? Oh, es fliegen Raketen auf uns, aber der Wagen ist gepanzert. Okay, okay, warte, wie kriegen wir einen gepanzerten Wagen kaputt? Das schaffen wir nur, indem wir den irgendwie von einem Berg oder sowas runter... Oh, nein, warte, indem wir den ins Wasser fahren. Los, hinterher, wir müssen ihn stoppen. Wir müssen ihn hier in das Wasser reinfahren, dieses große Becken da oben in diesem See. Bei der Schleife, Leute, da müssen wir hinkommen. Dann machen wir den Motor völlig kaputt. Motorschaden, Leute, das ist der einzige Plan. Nur so kann es gehen. Schnell, 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 schnell. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Oh, Stani hat den Wagen so krass getunt, sogar gepanzert hier. Oh, komm, 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 komm. Wir müssen bis zur Schleife kommen, Leute. Wow. Los, wir müssen stoppen, um alle Kosten zu decken. Oh, komm, komm, komm. Wir werden das Ding jetzt hier einfach im Wasser versenken. Oh, wow, wow, wow. Alter, die schießen ja hier immer noch mit Raketen nach uns. Sie drehen ja hier völlig durch. Kappt ihm den Weg ab, kappt ihm den Weg ab. Nein, niemals. Auf, baut auf alle Stürme. Bam. Wir haben den Lambo versenkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber jetzt müssen wir irgendwie hier noch entkommen. Aber wie schaffen wir es jetzt zu entkommen? So, oh, Luft anhalten, Luft anhalten, Luft anhalten. Tauchen, 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 tauchen. Alle Einheiten sofort zurückziehen, sofort zurückziehen. Oh, okay. Okay, Leute, wir müssen einfach nur hier ein bisschen das Ganze aussetzen. Oh. Alle Einheiten sofort zurückziehen. Oh, halt, warum zurückziehen? Oh, Leute, ich kann die Luft nicht mehr anhalten. Was denn los? Oh. Nein, 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 Leute, ich kann die Luft nicht immer anhalten. Das werde ich nicht schaffen, ich werde es nicht schaffen. Hä, was ist das denn für ein Helikopter da oben? Hä, was ist das denn?
Er ist es! Sofort abbauen, bitte! Oh. Wir wollen nicht noch mehr Probleme! Warte mal, das ist doch Turan! Turan hier unten! Ramdil, was? Ihr wollt meinen besten Freund festnehmen? Oh, ja, Leute! Woo! Mit Turan... Oh mein Gott! Turan, ich bin hier unten! Ich komme! Alter, deswegen hat er gesagt, zurückziehen. Ich dachte schon, warum ziehen die sich zurück, wenn ich im Wasser da aufgeschmissen bin? Oh. So einsteige, Max. Alter, Turan, du bist wirklich im richtigen Moment gekommen. Ja, natürlich, hab ich mitbekommen, die jagen dich, gell? Ich glaube, mein Enter pfeift mal. Was jagen die dich? Ja, haha. Will der auch Ärger hier? Ich glaube, der will auch noch Ärger machen, Turan. Ah, komm her! Und BAM! komm, Alter. Lass uns den fliegenden Tempel fliegen. Yeah, danke dir, Turan, dass du mich gerettet hast. Und Leute, wir haben unseren Freunden geholfen. Wir haben alle Lamborghini-Händler hier aufgehalten. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.